herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid auf meinem Elm Creek Hof. Ja, wir haben beim letzten Mal Mais gesät. Ich habe das Feld voll fertig gemacht. Und bevor ich das zweite Feld sähe, ich habe einen Händler erreicht, der hat gerade Zeit. Und die würden mir direkt das GPS einbauen, deshalb dachte ich, ich fahre jetzt mal hin. Lasse ich das GPS schnell einbauen und dann können wir das nächste Feld mit GPS sein, hätte ich gesagt. Kleine Abwechslung hier. Ja, sehr, sehr gut, dass der direkt Zeit hatte. Dann ist es erledigt. Und wir können es zukünftig dann immer nutzen. Da freue ich mich schon drauf. So. Da sind wir auch schon. Und dann kann man das hier mal kurz machen. Wunderbar. Damit haben wir... Ui. Die haben die Maschine abgehängt, okay. Die hat sie wohl gestört. Hängen wir sie wieder an. So. Sehr schön. Damit haben wir GPS hier oben auf dem Dach. Und jetzt können wir wieder auf zum Feld. Und können jetzt effizienter säen. Weniger Überlappung. Viel, viel besser. Genau, das heißt, wir säen jetzt das zweite Feld an. In der Zwischenzeit habe ich einen Helfer beauftragt. Der tut gerade noch auf dem einen Feld, wo ich es vergessen hatte, die Steine absammeln. Oh, ich sehe gerade. Der Traktor ist doch schon ganz schön verschlissen. Ja. Weil ich hatte gerade ja gesehen hier, wir können reparieren. Da dachte ich, so alt ist der doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass das schon so viel kostet. Aber wenn der schon so weit unten ist, okay. Habe ich mich wohl getäuscht. Genau, da fährt er. Beziehungsweise. Ich sehe nichts mehr. Doch, der fährt. Ja, vielleicht wundert sich der ein oder andere, warum hängt das Mähwerk da vorne dran? Ich kann das tatsächlich nicht abhängen. Durch den manuell ankuppeln Mod funktioniert es nicht so ganz. Ja, wie soll ich sagen? Ich kann das Mähwerk nicht senken, wenn es eingeklappt ist. Zum Abhängen muss ich das Mähwerk aber senken. Und im ausgeklappten Zustand lässt sich das Mähwerk nicht abhängen. So, das heißt, ich habe da drei Fehlermeldungen, die immer wieder wiederkehrend sind. Und schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich hoffe, es gibt ein Update bald von der Mod, dann können wir das einspielen, dann geht's vielleicht. Bis dahin muss der Helfer jetzt halt mit Mehrwerk dran arbeiten. So. Wir machen AB, hätte ich gesagt. Klingt gut. Meter. Somit sollten wir das ordentlich eingefahren haben. Muss ich schnell noch mal was nachschauen. Tum-tum.
Das war nix. Anschalten. Wie viel haben wir denn als Vorgewende eigentlich drin? Vorgewende. An. Anhalten, ja. 9 Meter. Ne, ich glaube, wir machen 6 Meter. Genau. 6 Meter ist passender. Denn mit 6 Meter Vorgewende reicht's, wenn ich genau eine Bahn dann sehe. Boah, ist die schon dreckig hier. Eieiei. Krasses Ding. Und stellt sich gleich heraus, wie akkurat haben wir den Kurs eingefahren. Aber ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Ohne Momento. Ich glaube, das sollte ich nicht machen, da drüber fahren. Also sollte ich mir schleunigst abgewöhnen. Denn, ja, wenn es zu hoch ist, dann... dann wird es auch noch zerfahren. So. Auf die Bahn nimmst du jetzt, okay. Auch nicht so tragisch. Also ich hatte gerade das Gefühl, dass es zu früh ausgehoben. Also ich habe ja ausgehoben, aber zu früh kam das Signal. Wir schauen nochmal. Diesmal drücke ich nicht einfach, ohne nachzudenken, drauf. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wobei, das könnten 6 Meter sein. Vielleicht hätten 5 sagen sollen. Na gut. Ich glaube, der hat die falsche Breite. Was hat denn der? Ach, ich habe es nicht mehr gesehen. Da stand auf alle Fälle gerade was anderes. Wir machen das jetzt wie folgt. Durch die ersten zwei Bahnen passt jetzt halt gar nichts mehr zusammen. Ich sehe die jetzt manuell. Eigentlich hatte ich automatisch Breite ermitteln gedrückt, aber... ah, das seht ihr nicht, das seht ihr nicht. Ich muss das, glaube ich, umbelegen. Bei mir kommt da so eine Art Ressourcenmonitor von meinem PC, wenn ich die Kombi drücke, die Standardkombi. Und... schon wieder reingefahren. Jei. Ja, vielleicht hat er es deshalb nicht gemacht. Weil ich das halt nochmal damit weggeklickt habe. Ich weiß es nicht. So, jetzt sehen wir hier natürlich einen Teil nochmal doppelt. Aber... es ist jetzt für einen Moment so und danach läuft es perfekt fürs ganze Feld. Ja. Ich habe jetzt schon ewig nicht mehr mit GPS gearbeitet. Am Anfang vom 19er Jahr. Jetzt gegen Ende im 19er habe ich eigentlich hauptsächlich mit Cosplay gearbeitet. Und das ist halt auch eine andere Sache. Cosplay bei GPS.
Dann vergisst man hin und wieder so ein paar Sachen. Aber da komme ich ganz schnell wieder rein. Dann haben wir das wieder drin, machen keine Fehler mehr. Die Schleppe ist schon wieder so saumaßen dreckig, dass man fast nicht zur Scheibe hinaussieht. Wenn sie auch dringend was machen. Wieder putzen mal. Es gibt auch noch einen, ich weiß es nicht, ist es eine extra Mod oder geht es mit GPS oder mit VCA? Muss ich mir noch genauer anschauen. So eine erweiterte Vorgewende, so ein erweitertes Vorgewende-Management. Agraplay hat ein Video drüber gemacht. Schaut gerne bei ihm vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich glaube, das werde ich mir auch einrichten. Das entspricht ja quasi auch der Realität. So, denn das war so, jetzt hat er der ist rausgeflogen. Wir haben doch hier an diesem John Deere. Ah, das sehe ich jetzt schlecht, oder? Ich sehe nicht, was an dem roten Hebel seitlich für Taschen drauf sind. Auf jeden Fall die 1, 2, 3, 4 sind, glaube ich, die Hydraulikkreuze. Aber wir haben sonst auch noch einige Buttons. Wir können es eher auch über ein Display machen, was ich erklären möchte. Wir können uns quasi so Multifunktionen auf eine Taste legen. Also wie jetzt, ja, Gerät senken. Das ist jetzt hier bei der Maschine relativ einfach. Aber es gibt da Maschinen, da muss man mehrere Sachen machen. Manche Maschinen, die tut man am Vorgewende ja ausschalten. So, hier diese Maschine kann ich laufen lassen. Also ich muss halt die, ich muss dafür sorgen, dass keine Körner rauskommen, ja. Aber die erkennen das, wenn sie nicht am Boden ist. Dann kommen keine Körner raus. Fertig. Aber es gibt halt auch Maschinen, wo ich Sachen machen muss. Muss ich zum Beispiel ausheben, Maschine ausschalten, dann kann ich wenden, dann muss ich wieder Maschine anschalten und senken. So. Dann muss ich ja zwei Knöpfe mindestens drücken fürs Ausheben und zwei fürs Senken. Und dass ich da keine zwei drücken muss, kann ich mir da so einen Steuerkreis konfigurieren. Dann muss ich nur noch eine Tasche drücken. Ich nenne die einfach Ende, Fahrbahnende oder so. Und dann drücke ich die und dann hebt er aus und macht die Maschine aus. Und dann drücke ich Fahrbahn Start. Und dann macht er Maschine an und senkt. Und wenn es noch irgendwelche, ja, hydraulischen Sachen hat, wie bei einem Güllefass, Freigabe des Schiebers, dass der Gülle fließen kann, oder. Das kann man alles kombinieren. Wenn man mehrere Geräte dran hat, Frontgerät, Heckgerät, also vorne zum Beispiel nochmal eine Kreiselege, um die Erde feiner zu machen, dann kann ich das auch drauf packen, dass der dann vorne senkt und Zeit verzögert. Um die Zeit kann ich definieren, sagen wir mal 1,5 Sekunden oder so, dann erst hinten anschaltet und senkt.
Ist alles möglich, alles kein Problem. Und warum soll es da denn nicht auch irgendwie eine Mod dafür geben, die uns hier dabei unterstützt? Vor allem für die, wo realistisch spielen wollen. Das ist echt hilfreich. So, ja, ich sehe schon, das Feld hier ist deutlich kleiner, wir sind deutlich schneller unterwegs. Wie auf dem letzten Feld. Dann können wir jetzt gemeinsam gleich auch noch das Vorgewende sehen. Ich fürchte aber schon, es werden zwei Bahnen werden. Ich muss es mir gleich mal anschauen. Es könnte sein, dass es exakt 6 Meter sind, aber mir kommt es fast ein bisschen mehr vor. Wir werden es gleich sehen. Ja, ich glaube, letzte Folge war es, hatte ich darüber diskutiert, ob ich vielleicht die Wiese kaufen möchte. Hier unten die große. Aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Einfach aus folgendem Grund. Ich habe festgestellt, ich sollte meinen Kühen vielleicht auch mal ein bisschen Mischfutter geben. Vom Futtermischwagen. Und es gibt sonst noch Kleinigkeiten, die ich vielleicht kaufen müsste. Ja, wenn ich das mit der Wiese anfange, dann brauche ich auch mehr Grasmaschinen. Ich glaube, ich mache dort lieber irgendwie Missionen zwischendurch mal. Und warte noch, bis ich mir die wirklich leisten kann. Denn da komme ich zu sehr ans finanzielle Limit und das wollen wir nicht, dass ich dann ja vielleicht irgendwie bankrott gehe oder so. Und gar nicht gut. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ich muss sagen, in manchen Stellen, zum Beispiel hier, habe ich auch zu spät gesenkt. Also generell, so die Richtung hier, wo ich rauskomme. Ne, der hat beim nächsten Mal stellen wir einfach irgendwie 4 Meter ein oder so. Oder halt das doppelte minus 2 Meter. Dann sollte das eher hinkommen. So. Sage ich ab hier. Säen wir dann nochmal. Dann das andere Vorgewende noch. Dann ist dieses Feld hier auch schon fertig. Muss ich mal nach meinem Steinesammler gucken, wie weit der ist. Oh, da ist noch ein Eckchen. So, wunderbar. Ah ja, weil ich gerade beim Grasfeld war, sorry. Ja, ich werde das nicht kaufen, aber wir schauen uns irgendeinen anderen Acker an, den wir kaufen werden. Für so 200.000 könnte ich mir vorstellen, mehr aber auch nicht. Das ist dann so, den Rest will ich mir für schlechte Zeiten aufheben. Ist ja auch so, je weiter wir am Limit sind, also je mehr Kredit wir aufgenommen haben, umso mehr Kreditzinsen müssen wir zahlen und damit schaufen wir uns das Grab ja immer noch tiefer und tiefer und tiefer. Solange wir nicht irgendwie eine regelmäßige Einnahmequelle haben. Genau. Ich denke, das sollte genügen, um den Hintergrund zu verstehen.
ja. Damit sind wir mit diesem Feld auch fertig. Schön wieder einklappen. Dann fahren wir mal nach Hause auf den Hof zurück. Beziehungsweise ich mache das. Für euch war es das. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr, sehr, sehr gerne über einen Daumen hoch. Und dann macht's gut. Genießt die Weihnachtsfeiertage. Bis zum nächsten Mal. Euer Tschüss. Ciao, ciao.